Und bevor die jetzt hier abstürzen, die Bruderschaft, gehe ich da jetzt rein. Ich guck mir die mal an. Vielleicht haben die eine gute Lage und ich möchte ein Apartment kaufen. Ich meine, das ist immer noch die beste Investition, ne? So Eigentum, Wohngrund, was auch immer. Oh. Darauf erstmal eine Cola. Na. Okay, die haben die besten Zeiten anscheinend schon hinter sich. Oh, du bist so verständnisvoll, aber hör auf, mich Ma'am zu nennen, verdammt nochmal. Okay, naja, gibt es auf jeden Fall eine Menge Rennstrecken. Ach so, Rennstreckenwerbung. Hier, ja, der Oktoberklassiker, bla bla bla. 450.000, okay. Haben wir aber, glaube ich, schon ein paar Mal. So. Die Tür, ne? Ja, keine Ahnung. Wir nehmen es einfach mal mit. Da ist nichts drin. Da ist noch ein Aschenbecher drauf. Jamaica Plains. Einfach nur Hinweise auf was? Okay. Aber gibt Erfahrungspunkte. Das wär's. Sinnlos, aber immerhin Erfahrungspunkte. Flaschen. Nehmen wir alles mit. Oh, ich bin so froh, dass wir unser Inventar erweitert haben. So oft, wie ich sonst mal wieder zurück und den Topf kann man nicht mitnehmen, okay. Oder den Begleitern was zuschustern müsste oder sonst irgendetwas. It's low? Oder was heißt das? Late? It's late! Oh, wie süß! Der Bär mit dem Kissen. Und it's late. Es ist spät. Zeit zum Schlafen. Oh, es ist süß. Das ist so süß. Oh, das ist echt süß. It's late. Aber trotzdem nehme ich mit. Entschuldigung, aber wir haben es ja einmal gesehen. Und ich komme ja meistens dann auch nicht wieder zurück. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich lasse das jetzt so, wie es ist. Oder kommt die ganze Decke runter. Ich lasse das so, wie es ist, weil es einfach niedlich aussieht. Aber ganz ehrlich, es weiß doch, das sieht doch dann keiner mehr in dieser Welt. Nach oben. La 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 da 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 da. Wow. Fahren wir wirklich oder wie hoch kann das sein? Dritter Stock. Wieso habe ich meine Dings ausgemacht? Ach, jetzt sind wir auf der Hochstraße. Ich dachte, wir würden irgendwo noch hinkommen. Oh, wow. Das hat sich ja mega gelohnt. Aber wir sind immerhin dann draußen aus der Karte, ne? Das heißt, wir brauchen nicht nochmal laden. Und hier waren, glaube ich, Raider, ne? Ja, da oben auch. Bla. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich in Richtung... Moment. Karte sagt... behalte den Saufkumpel für dich. Was? Jetzt ist er hier. Mass Fusion. Hey Market. Ist er jetzt da inzwischen oder was? Das heißt, ich kann ihm jetzt hinterher rennen. Oder wartet er auf uns? Grünes Blut haben solltest, ist hier gleich eine Menge grünes Zeug. Oh nein, die Bruderschaft! Oh mein Gott, rettet euch!
Warte mal, was ist denn jetzt hier mit der Karte? Das verwirrt mich alles. Das nervt voll. Warum ist das mit der Pritwin noch aktiv? Ich verstehe das nicht. Wegen den technischen Dokumenten, aber das habe ich doch deaktiviert. Ich habe alle anderen... Ich habe jetzt gerade nur das, oder? Sonstiges... Halt! Nein, ich habe es gerade eben gesehen. Finde Blutproben war aktiviert. Okay. So, theoretisch haben wir jetzt nur hier die eine Quest und wo soll ich da hin? Das ist die Markierung. Der muss irgendwo da sein. Ist das hier das Hotel oder was? Aber wir waren hier doch schon mal und haben kein Hotel gesehen. Und da komme ich auch nicht durch. Also müsste ich von der anderen Seite. Ja. Das heißt, ich muss einmal da komplett um das Gebäude herum. Und ich sollte vielleicht mal langsam wieder was essen. Und vielleicht auch mal was gegen Strahlung nehmen. Bei Gelegenheit, ne? So. Das ist Mars Fusion. Hier ist Good Neighbor. Okay, da waren wir ja auch noch nicht. Da müssten wir auch theoretisch nochmal hin. Hotel Rexford. Hotel Rexford ist in Good Neighbor. Ja. Ja, komm. Dann können wir Good Neighbor auch gleich mal eben entdecken. Was soll's? Dann gehen wir eben nach Good Neighbor. Und anschließend zu... Wir können auch zu General Atomics dann inzwischen mal hinreisen, weil sonst wird das ja gar nichts mehr hier. Aber ich finde das ja interessant, dass die Good Neighbor entdeckt, dass die Dings, na sag mal schnell, die Bots, die jetzt gebaut werden, von einem kommen sollen, der The Mechanist heißt. Und der Mechanist anscheinend der große Gegenspieler von Silver Shroud ist. Hm, finde ich schon interessant. Tag, Jungs. Hey, warte. Zum ersten Mal in Good Neighbor? Da solltest du nicht ohne Versicherung unterwegs sein. Versicherung? Ganz ehrlich. Obwohl, er hat, ist ja noch höflich. Obwohl, ich würde gern verpiss dich sagen. Ich kann mir schon denken, was er meint, aber wir fragen mal ganz naiv. Noch ist er ja höflich. Versicherung? Ganz genau. Versicherung. Personenschutz, sozusagen. Hm. Du gibst mir alles, was in deinen Taschen ist. Sonst wirst du Unfälle haben. Schwere, blutige Unfälle. Träum weiter. Immer mit der Ruhe. Wenn jemand zum ersten Mal durch dieses Tor kommt, ist er ein Gast. Lass diese Erpressungsscheiße. Was kümmert dich das? Sie ist keine von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn. Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Ah, ist der Bürgermeister. Du bist schwach, Herr Koch. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. Okay. Alter! Wieso musstest du sowas sagen? Du hast mir echt das Herz gebrochen. Alles klar bei dir, Schwester? Jo, Bruder! Ghoul, du hast ihn getötet? Ja, nein? Ich verstehe das, dass er ihn getötet hat, weil er selber ja schon so gesprochen hat. Er hätte, glaube ich, auch nicht gezögert, der Finn. Jo. Mir geht's gut. Danke, dass du dich um ihn gekümmert hast. Ach, Quatsch. Gut. Bitte lass diesen kleinen Vorfall nicht deinen Eindruck von unserer Stadt vermiesen. Good Neighbor ist aus dem Volk für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Okay. Dann klingt nach Anarchie. Was? Nur weil jeder willkommen ist? Wir fragen mal nach Good Neighbor. Ich hoffe, das ist nicht falsch. Good Neighbor? So heißt der Ort hier? Ganz genau. Wir haben diese kleine Nachbarschaft mit Hilfe der Freaks und Sonderlinge geschaffen, die sonst nirgendwo willkommen sind. Du wirst schon sehen. Wenn du dich mit genug Leuten anfreundest, wirst du das Örtchen schon bald dein Zuhause nennen. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Oh, ist das eine Drohung, Hancock? Das merke ich mir, Captain Hancock. Okay.
Finn, wie sieht's aus? Der hat Süßkuchen dabei. Ist das Clown? Ich glaube. Wir sollten mitnehmen, was wir können. Ja, Ada. Wir werden diese Gegenstände nicht mehr brauchen. Das ist cool. Wir gucken uns mal hier richtig um. Oder versuchen es mal größtenteils. Wem gehört denn die Bude hier? Ist das jetzt mein Haus? Okay. Ich lasse mich nieder hier in Good Neighbor. Nein, natürlich nicht. Nein, zu Hause weiß ich nicht. Ob wir hier überhaupt irgendwo willkommen sind. Daisy's Discount. Okay, wer bist du? Die stählerne Bruderschaft sollte sich besser von Good Neighbor fernhalten. Mehr sage ich nicht. Okay. Wer bist du? Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Und du schreist bislang noch nicht. Sehr höflich von dir. Lass es mich wissen, wenn du was findest, das dich interessiert. Also bist du ein Händler. Schreien? Warum soll ich denn schreien? Hast du da gerade was von Leuten gesagt, die dich anschreien? Ganz richtig. Einige der Fremden, die hierher kommen, haben noch nie vorher einen Ghoul gesehen. Ich glaube, die kommen einfach nicht mit meiner freundlichen Ausstrahlung klar. Also, brauchst du ein paar Vorräte? Ach, die ist ja süß. Ghoul? Könnte ich jetzt auch sagen. Wie ist es so, ein, naja, Ghoul zu sein? Oh, das ist schon wieder unhöflich. Ja, es ist besonders schlimm, wenn einen die Leute ständig Oh, wie doof. Aber ich schätze, ich kann ihnen das nicht wirklich verdenken. Auf der anderen Seite sehe ich noch ziemlich gut dafür aus, dass ich 220 Jahre alt bin. Also, wolltest du was kaufen? Oh Mann, ich wollte ihr jetzt nicht auf die Füße treten. Ja, jetzt frage ich nicht weiter. Jetzt handeln wir. Ich schau mal, was du hast. Ich dachte, sie würde was anderes sagen. Das ist immer so doof. Mit Gewalt bekommen kann. Das ist echt doof. Das ärgert mich jetzt richtig. Okay, pass auf. Wir nehmen, glaube ich, die Patronen, von denen wir wenig haben. Das wären 308, das können wir ruhig nehmen. Was kosten die mich? 140. Ja, ich kann hier vielleicht auch ein paar Sachen verkaufen. Dann würde ich die, glaube ich, nehmen. Die 45er. Ach, haben wir doch ganz viele, aber die 44er auf jeden Fall. 308er brauche ich. Ja gut, ich nehme die auch, komm. Vielleicht sollte man sowieso grundsätzlich Patronen immer kaufen. Ne, also 45er haben wir ja doch einige. Also die lasse ich aber, glaube ich, erstmal. Wie sieht's mit 556ern aus? 556er habe ich 1421, alles klar. Und 5 mm haben wir auch ohne Ende. Das scheint bei denen einiges wert zu sein. Ne? Wir können mal eben gucken, was wir an sie verkaufen können. Wir sind bei 352. Lass mir... Aggressotron-Klinge, okay. Billardkühe. Haben wir, glaube ich, schon einige zu Hause, ne? Können wir ruhig verkaufen. Hier die zum Beispiel. Die haben nicht hohen Wert, aber dann sind wir die schon mal los und wir brauchen die eigentlich nicht mehr, weil wir da schon so viele von haben. Es geht mir nur darum, den Preis ein bisschen runterzukriegen. Die können wir auch weggeben. Die Kampfmesser kann sie haben. Die Kreuzschlüssel kann sie haben. Ja, die am besten, ne? Weil wir schon die Bruderschaft rufen. Ich nicht. Aber vielleicht müssen wir das irgendwann mal. Wer weiß das schon. Die lasse ich nochmal. Die Macheten kann sie haben. Die Planken kann sie haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie ein bisschen mehr dafür bezahlt. Weil normalerweise sind die Planken gar nichts wert, habe ich das Gefühl. Oder? Die Minen kann sie haben. Die Schlagringe. Das ist Shem-Drone-Schwert. Könnten wir eigentlich auch. Obwohl, es hat auch nur eine mittlere Geschwindigkeit, ne? Ja, die Minen kann sie komplett haben. 176, ja, machen wir komplett. Jetzt kriegen wir sogar Kohle. Den Vorschlaghammer. Die kurze Doppelläufige macht 69, kann sie auch haben. Das Impro, das Jagdgewehr, wie viel hat sie? 325. Das Kampfgewehr macht 50, das Sturmgewehr. Ja, komm. Oh, jetzt sind wir schon bald zu viel, verdammt. Nehme ich die wieder zurück und die wieder zurück. Ja, okay, nehmen wir an. Handel bestätigen.
Alles klar. Dann war es das. Dankeschön, Daisy. Ich wollte nicht unhöflich sein. Das tut mir jetzt echt leid. Das war echt unhöflich. Das wollte ich nicht. Wen haben wir denn hier? Ganz, ganz, ganz. Nicht Girls, 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 sondern ganz, ganz, ganz. Kill or be killed. Okay, wer bist du? Hallo? Oh. Das hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Hallo, du reizendes Geschöpf. Klar, ich schaue es mir an. Kauf gleich mehrere Exemplare, falls dir mal langweilig wird. Cleo. K-L-E-O. Cleo. Na, das ist ja ein reizendes Geschöpf. Okay, ja, hier nehme ich auch die Patronen auf jeden Fall. 38er nochmal, okay. 44er. Ja. 45er brauche ich eigentlich gar nicht. Chinesisches Offiziersschwert, cool. Fusionskerne. Aber soll ich die kaufen müssen? Ich weiß nicht. Kaliber 50. Wie sieht's denn aus? Hab ich Kaliber 50? Oh Gott, dieses Durchscrollen ist echt der Hammer. Oh, Alter. EFG. Komm schon. Das ist ja nicht bei Dings drin. Also sind das Hilfsmittel? Och, Kinnings. Kaliber 50. 324 habe ich davon. Ich weiß gar nicht, ob ich die brauche. Ich nehme die einfach mal. So, pass auf. Da waren wir schon, ne? Können wir hier noch irgendwas von verkloppen? Zerfetzend. Die könnten wir, glaube ich, geben. 24 ist ja nicht viel. Aber hier, das auf jeden Fall. 987. Oha. Da müssen wir mal ein bisschen was finden, was wir ihr geben können. Da wäre eine 50er Muni. Die macht 40. 10 mm. Die kann sie haben. Ja, die 44er, nee, die gebe ich ungern her. Die machen echt mächtig viel Schaden. Die kann sie haben. Die Gamma-Kanone nicht. Das war es auch schon. Da muss ich hier noch ein bisschen Klamotten andrehen, damit wir hier so ein bisschen wieder ins Plus kommen. Wow, da kriegt man auch so wahnsinnig viel Kohle für. Ja, komm. Wow, fürs Gurtzeug gibt es auch so viel. Dafür gibt es ein bisschen mehr. Das finden wir bei den Raidern immer wieder. Also von daher können wir auf jeden Fall da ein paar Sachen hergeben. Außer jetzt vielleicht die legendären Sachen. Wobei die auch jetzt nicht unbedingt besser sind als das, was ich habe. 798, es läppert sich langsam zusammen. Vielleicht mache ich einfach jetzt eben eine kleine Pause und dann schneide ich das alles wieder zusammen und dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um und dann gehen wir ins Hotel Rexford. Aber dann will ich auch eigentlich doch noch zu General Atomics weiter. Dann sage ich einfach bis gleich.